Basketball-YouTube, passt zu Bodybuilding in the building und es steht wieder der lange Montag in der Uni an. Ich habe euch letzte Woche schon mitgenommen. In der Zwischenzeit, also zwischen 13 bis 16 Uhr, werde ich wieder ein Workout machen. Vorher habe ich Uni, nachher habe ich Uni und dann geht's wieder nach Hause. Long ass day, let's go. Yeah, I was on Avalon, in the Avalon, with the window down, two notch for TV on. Yeah, that's what he be on. California sunshine, heater on. I lay the text, but sometimes niggas read it wrong. Still a. Alright, ich bin jetzt hier vor McFit angekommen. Muss erstmal schauen, dass ich meinen Booster vorbereite. Hier habe ich ein bisschen Wasser, da habe ich meinen Booster drin. Let's go. Jackpot. So, Oberkörper steht auf dem Plan, diesmal alleine, ohne meinen Lüneburger Kollegen. Aber auf jeden Fall Bock. Let's go. Slave to the page, no beeper on. If the sky tell lies, then let me lie. Where? In the same home that the reaper own. Fire. Feel the degrees rising in this song. Keep the debris polluting your speakers till I'm gone. Came a tree, mama, you see this growing. Niggas see me, see where I'm going. Uphill, and I keep going. Through the red lights, through the roadblocks. My headlights, blind to opposition. Ain't got 200 on the dash, but I'm doing half. When I roll through the city, it give me a push. Swear to God, it make my adrenaline push. So when you see me in the street, I'm always in a. Rolling down Central in a bucket, but I'm feeling presidential. Breaking down swishers, filling them with endo. Hoes trying to date a nigga like info. I'm flying right by him like holla back. Hoping they don't see me through the tinted windows. Bending corners like I ain't got a bookmark. Ain't got the most paper, but I'm book smart. I'm speeding through life like fuck it all. My nigga, I got my word in my fucking balls. My nigga, and that's my word, I'm a fucking ball. My nigga, in control the earth so I can have a ball. My nigga, I'm moving at a fast pace and I ain't slowing up for Nathan. Paparazzi follow me, but they can't keep up the tape. You ain't talking long term and you ain't talking my language. Don't trip, I'm still popping like a stainless grill. When I roll through the city, it give me a push. Swear to God, it make my adrenaline push. Ich renne da jetzt alle halbe Stunde rein und muss da irgendwelche Handeln wegpacken. Kann ich wenig nachvollziehen. Viele von euch wissen ja, wozu das führt, dann, wenn ihr das nicht macht. Kein Ding, wenn mal jemand was vergisst, aber bei vielen ist es echt totale Nachlässigkeit. Und das finde ich echt unfair, weil ich gebe mir hier alle große Mühe, dass ihr euch wohlfühlt. Und das finde ich nicht schön. Ja, achtet da bitte drauf. So when you see me in the street, I'm always in a. I'm always in a. I'm always in a. So when you see me in the street, I'm always in a. Alright, ich befinde mich jetzt vom McFit auf dem Weg zurück zur Uni für meine zweite Vorlesung am Tag und damit auch meine letzte. Es ist jetzt
20 nach 3, also in genau einer Stunde fängt meine Vorlesung an. Das heißt, ich werde mich gleich noch in die Mensa setzen. Und Mensa essen, essen, no! Das werde ich natürlich nicht. Ich werde meinen Kuchen essen, den ich mir vorbereitet habe. Den kennt ihr ja schon. Und ansonsten war das Training richtig geil. Ich muss sagen, ich komme langsam erst wieder an meine Kraftwerte ran. Sehr langsam jetzt nach der zweiwöchigen Krankheit. Und muss sagen, dass das Training vom Volumen her wirklich schon sehr voluminös ist. Das heißt, ich muss wirklich viel machen und das ist sehr anstrengend. Aber was soll's? Ich muss das ja irgendwie zum Laufen bringen. Und da bin ich auch positiver Dinge, dass ich das in nächster Zeit schaffe. Auf jeden Fall geht es jetzt ein bisschen über analytische und kontinentale Philosophie diskutieren. Mein Essay abgeben. Mein 3-Seiten-Essay, was ich zu heute schreiben musste. Auf Englisch. Cardio, ist das Spanisch? Auf jeden Fall mache ich das mal auf Pause hier. Habe ich den ganzen Morgen daran gesessen, meine Präsentation für Sonntag fertig zu machen. Da habe ich eine Prüfungsleistung in klinischer Psychologie zum Thema Schizophrenie. Und ich muss sagen, so moderat Bock, ne? Auf jeden Fall haben die ganze Zeit diese Bäume hier draußen abgesägt. Und es war richtig laut. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Deswegen bin ich echt gut drauf. Das ist auf jeden Fall meine Prise hier so. Wir können ja mal kurz durchfahren. What's 9 plus 10? 21. Alright, das war's. Geht schnell. Ich habe auf jeden Fall hier meinen Bleistift, falls ich irgendwie sehe, dass da Fehler sind. Dann radiere ich die schnell weg und schreibe die neu rein. Ich weiß nicht, das ist diese neue Technologie. Touchpad, Sony. Ansonsten gönne ich mir jetzt gerade Musik, weil ich gerade mal eine Pause mache und dann muss ich nachher noch meine Karteikarten fertig machen. For the shit. Und hätte ich das alles nicht zu tun, ach ja, heute ist auch noch Leg Day, das heißt, ich muss irgendwie auch noch mal Beine trainieren. Und würde ich das nicht tun, kann euch mal zeigen, was ich dann tun würde. Damn, bruh. Ich würde eventuell Madden 16 spielen, aber nicht unbedingt. Sondern Fallout 4, motherfuckers. In Stark. Aber was soll's. Frank Zane, chillin. Das war übrigens ich zu meiner Footballzeit mit easy 95 Kilo. Nice one. R.I.P. to my bro. Und ich werde jetzt erstmal nochmal einen Kaffee trinken und dann werde ich mal schauen, wie es weitergeht und nochmal trainieren. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich versuche steady Updates zu bringen, wenn ich Zeit finde. Derzeit ist halt echt viel los in Oni. See ya when we get there.